Und wir schwenken das Thema, liebe Zuschauer. Am 16. Februar 1916, also verdammt lang her, wurde in Halle ein neues Bad feierlich eingeweiht. Ein Bad, was es bis dato so noch nicht gegeben hatte. Aufwendig gestaltet, mit ovalem Becken und Brausebetrieb. Die Hallenser sollten sich darin gesund baden. Das war vor genau 103 Jahren. Und das historische Stadtbad, das gibt es immer noch. Inzwischen wurde es saniert und erstrahlt in altem Glanz, den man hin und wieder ganz gerne zeigt. So wie jetzt am Wochenende, wo es gleich mehrere Jubiläen zu feiern gab. Das Stadtbad hat eine große Tradition. Mitten in den Wirren des Ersten Weltkrieges wurde Halles erste Schwimm- und Badeanstalt eingeweiht. Also mehr als 100 Jahre ist es alt und Generationen haben hier drin schon das Schwimmen gelernt. Und nun gab es am Wochenende Jubiläen zu feiern. Der Förderverein mit seiner ersten Vorsitzenden Kathleen Hirschnitz hatte dazu eingeladen. Als wir uns 2012 gegründet hatten, nachdem die Frauenhalle geschlossen wurde, war es erstmal wichtig, die Öffentlichkeit und die Politik vor allen Dingen darauf aufmerksam zu machen, dass man das Bad nicht einfach schließen kann. Und das war Öffentlichkeitsarbeit, war damals ganz wichtig. Und jetzt unterstützen wir die Bäder GmbH schon ja, in der Öffentlichkeitsarbeit mit Veranstaltungen und mit Spenden sammeln oder auch mit Fördermitteln beantragen, je nachdem, welche Institution förderberechtigt ist. Es kamen an diesem Tag Besucher aus nah und fern, die an dieses Bad schöne und vielleicht auch nicht so schöne Erinnerungen haben. Bilder aus der Geschichte zeigen hier die damalige Fassade des altehrwürdigen Bads. Auch im Inneren wird schnell die kaiserzeitliche Badekultur erkennbar. Ja, wenn das Stadtbad sprechen könnte, hätte es sicherlich viel zu erzählen. Es waren offensichtlich ganz besondere Momente und viel kann man hier noch immer zur Geschichte erfahren. Eine Personenwaage mit Wiegekartenausdruck erinnert an frühere Tage und ließ dabei den ein oder anderen Gast auch ein wenig schmunzeln in der heutigen Zeit. Also wertvoller denn je, dass hier im Bad inzwischen schon viel restauriert wurde. Das Stadtbad selbst, auch der Förderverein, 5 Jahre, die intensiv sich eingesetzt haben, auch um die Decke, da ging das ja mit los, als hier die Halle geschlossen werden sollte und wir gemeinsam in einer Kraftaktion mit dem Förderverein und den Stadträten gemeinsam dann hier die Decke wieder auf Vordermann gebracht haben. Ansonsten war die Nutzung damals nicht mehr gegeben und jetzt gehen wir dran, Stück für Stück die Schwimmhalle zu restaurieren. Damit hier wieder mit viel Spaß gebadet werden konnte, waren auch einige Arbeiten notwendig. Das Bad musste auch zwischenzeitlich gesperrt werden wegen diverser Baumaßnahmen sowie der Deckenrestaurierung. Innen wie auch außen wurde viel getan. Das Stadtbad besteht ja aus 2 Schwimmhallen. Und diese Bilder lassen erkennen, welche umfangreichen Arbeiten zum Erhalt bislang auch schon notwendig gewesen sind. Und umso wichtiger ist die Arbeit des hiesigen Fördervereins einzuschätzen, der an diesem Tag auch eine Spende vom Gotha-Stadtbad erhielt, welches bereits schon vollständig saniert wurde. Diese Geldspende wird hier natürlich ganz dringend benötigt. Wir fiebern natürlich mit anderen historischen Bädern mit und so hat es sich ergeben, dass wir im Zuge dieser Ausstellung Volks- und Stadtbäder, die ja auch in Gotha Station gemacht hat, wir also unsere Gäste, die wir durch die Ausstellung geführt haben, immer wieder um Spenden gebeten haben für Halle, für das Stadtbad in Halle und so sind 250 Euro zusammengekommen und wir haben das Ganze dann nochmal verdoppelt und haben gesagt, wir legen nochmal das Doppelte drauf, also 500 Euro wollen wir heute übergeben an das Stadtbad Halle, an den Förderverein zu guten Händen, damit es hier genauso gut vorangeht wie in Gotha. Die hallische Band Viertelpoeten, die mit ihrem 10. Geburtstag auch ein Jubiläum feierten, machten diesen Abend mit lyrisch-rockiger Musik zu einem einzigartigen Erlebnis. Frontsänger Frank Schlüter war in seinem Element und ließ mit der Band herzerfrischende, mitreißende, aber auch nachdenkliche Musik erklingen. Ja, es wurden Streiflichter des Lebens, wie die Band selbst sagt. Für die Band war die aufkommende Akustik im Stadtbad eine Herausforderung. Durch den 360-Grad-Charakter und die Kuppel ist es natürlich ein bisschen schwierig vom Soundtechnischen her, das so hinzukriegen, dass es auch verstehbar wird. Wir haben die Titel ein bisschen langsamer arrangiert, hoffen, dass dann im Prinzip der Mulm nicht so entsteht. Der Peter hat ein paar Becken mitgebracht, man sieht es vielleicht, die sind durchbrochen und dadurch machen die Schwingen die nicht so auf und haben im Prinzip nicht so einen Mulm, dann, der dann entsteht. Also wir versuchen das soundtechnisch schon hinzukriegen.
Und die Band hatte es dann auch akustisch meisterlich umgesetzt. Das Stadtbad erlebte zudem mit etwa 200 Besuchern einen ganz besonderen Abend. Das alles wurde aber auch nur möglich durch das große Engagement des Fördervereins, der Unterstützung der Bäder GmbH und durch die Stadtwerke Halle. Übrigens, die Förderpoeten haben auch zukünftig noch viel vor. Wir arbeiten gerade am dritten Album und wir bringen jetzt ein neues Video raus. Im März soll das noch erscheinen. Heißt Keine Heimat. Da haben wir uns mit ein paar jungen Leuten zusammengetan, Landesfilmpreisträger im Bereich Jugend. Und da freuen wir uns auch schon, dass das da funktioniert. Viele alte und neue Songs gab die Band Viertelpoeten zum Besten. Ein gebührender Auftritt war es hier in der altehrwürdigen sogenannten Frauenhalle und hob auch die Bedeutung dieser Stätte nachdrücklich hervor. Das ist ein Denkmal, das muss erhalten bleiben. Viele sind hier groß geworden und man sieht ja die tolle Atmosphäre. Für alle Dinge auch geeignet, nicht nur zum Schwimmen, auch zum kleineren Konzert. Und ja, ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit von Seiten der Stadt, dass wir so nach und nach mit den entsprechenden Fördermitteln hier weiter Stück für Stück sanieren. Das Hallische Stadtbad steht auf einer Stufe mit den berühmtesten Bädern seiner Zeit. Und davon gibt es nicht mehr viele und hat hier jedenfalls auch gebührend seinen 103. Geburtstag feiern können.